zusammen und willkommen zum Lesemonat Juni 2020 Vlog. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich dieses Format jetzt eigentlich nennen soll, weil es ist ja schon ein Lesevlog, also ein Monthly Reading Vlog. Aber irgendwo ist es ja auch der Lesemonat, beziehungsweise ich mache das Video ja, damit ihr den gewünschten Lesemonat habt, obwohl ich ihn normalerweise nicht drehe. Und auch, dass ich mich halt ein bisschen selber motiviere, dass ich lese und dass ich filme, dass ich mich fertig mache und dass ich euch update. Deswegen, ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Name Lesemonat-Vlog oder Monthly-Reading-Vlog besser gefällt. Ich glaube ja, Monthly-Reading-Vlog würde besser passen. Viele machen ja einen Weekly-Reading-Vlog, aber ganz ehrlich, ich lese so wenig, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, genau, eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Ich muss da noch ein bisschen überlegen. Und ich muss sagen, wir haben heute den, jetzt muss ich gerade mal auf den Kalender gucken, 23. Juni schon. Ich habe wieder sehr spät angefangen. Den Vlog von Mai habt ihr gerade auch erst gesehen, vor kurzem. Ich habe ihn gerade erst fertig gemacht. Ja, ich lese immer noch. Jetzt fällt mir gerade auf, mir fehlt ein Manga. Schön. Egal. Ich lese auf jeden Fall immer noch Rabenherz und Eismond von Nina Blajon. Tatsächlich, wir haben heute tatsächlich, wie gesagt, den 23. Und ich habe gelesen, jetzt habe ich das natürlich nicht ausgerechnet, auf jeden Fall nicht viel. Ich habe gelesen das hier, diesen Monat. Also nicht viel. Von Seite 449 bis 466. Es hat mir auch sehr gefallen, was ich gelesen habe, nur es ist mal wieder an derselben Sache gescheitert wie immer, und zwar die Zusammenfassung. Das habe ich ja letzten Monat schon erzählt, fürchterlich. Ich habe mich dann um die Zusammenfassung dieses Buches gedrückt, indem ich dieses Buch angefangen habe. WoW Traveler Band 2 von 3, Die Goblinstadt von Greg Wiseman, wobei Band 3 wird von jemand Neuem geschrieben. Ja. Was soll ich sagen? Oh, also ich habe vergessen zu sagen, das ist High Fantasy, falls ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, mit einer deutschen Autorin. Und das hier ist quasi Survival High Fantasy. World of Warcraft ist Game, solltet euch ja was sagen eigentlich. Ich glaube, das ist berühmt genug. Und das hier ist ein, ich hätte es fast Kinderbuch gesagt, Jugendbuch, so ab 10, 12. Das aber auch Charaktere, oder was heißt auch, nur Charaktere behandelt, die nicht im WoW-Universum generell vorkommen. Das heißt, man kann es komplett ohne Vorkenntnisse lesen, was es natürlich sehr praktisch macht. Und genau wie in WoW ist es halt überwiegend, na, wobei, ist WoW Survival irgendwie ja schon, es ist ein MMORPG. Also beim Questen ist es schon Survival und sonst halt PvP, also kriegerisch. Ja, ich kann das nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall haben wir einen Jungen. Also die Rezension zum ersten Teil verlinke ich euch natürlich. Und dann kann ich es da auch nochmal besser erklären. Aber zusammengefasst, es geht um einen Jungen, dessen Vater ihn zu seinem 6. Geburtstag verlassen hat und der zum 12. plötzlich wieder auftaucht und ihn mit auf hohe See nimmt. Ein halbes Jahr lang ist er schon auf dem Schiff, er ist total genervt und weigert sich, irgendwas zu lernen, bis das Schiff überfallen wird. Und er zusammen mit diesem Mädchen, die Makasa, fliehen muss vor den Piraten, sage ich jetzt einfach mal, und eine Aufgabe bekommt. Und zwar bekommt er den Kompass seines Vaters und soll diesem folgen. Es ist noch nicht klar, wohin das Ganze führt. Sie landen dann im Dschungel und das Ganze ist dann eben sehr survival-lastig. Und sie müssen Abenteuer bestehen, Freundschaften knüpfen. Und es ist einfach total süß, total schön, total spannend. Es ist einfach geschrieben und ich bin jetzt auch schon relativ weit. Also hier, Band 2 knüpft direkt an Band 1 an. Das ist eine Trilogie. Band 3 kommt im August dieses Jahres, worauf ich mich schon sehr freue. Deswegen lese ich das auch erst jetzt, weil ich wollte nicht anfangen, bevor Band 3 nicht schon wenigstens angekündigt ist. Jetzt kann ich es also lesen. Und ich bin jetzt inzwischen soweit. Also das habe ich gelesen. Habe es auch gleich zusammengefasst. Yay! Ich bin jetzt auf Seite 122. Wir sind noch nicht in der Goblinstadt. Also die Goblinstadt ist Gadgetzan. Und für alle, die WoW spielen, überwiegend Band 1 und 2 spielen in Feralas, dem Dschungel.
und wir sind auf dem Weg nach Gadgetzan in Tanaris, also der Wüste. Und ja, ich bin mal gespannt, wann wir da ankommen. Momentan geht es sehr viel um diese beiden Gnolle und um Yetis. Und ich habe jetzt auch diese Szene vom Cover schon gelesen. War sehr cool, diese Geschichte. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Direkt am 1. Juni habe ich mir dann noch einen Manga geschnappt und gelesen. Und zwar diesen hier. Love Triangle von Yuki Yoshihara, Band 1 von 4. Ich habe es tatsächlich rereadet. Ich habe es nämlich 2018 schon, oder 17, schon gelesen und direkt danach abgebrochen. Ich habe mich nochmal durchgequält, weil ich nochmal wissen wollte, worum es eigentlich geht. Und zwar meine Jurastudentin, die total auf ihren Professor steht und die ihn dermaßen belästigt, obwohl er verheiratet ist und keinerlei Interesse hat und ihr das die ganze Zeit sagt. Und ich bin ja eh kein Fan davon, dass man Leute belästigt, wirklich hardcore belästigt. Keine Ahnung, ich finde das echt nicht mehr witzig. Und dann taucht auch noch der Bruder vom Professor auf, mit dem sie dann übt. Und dann wird das zu so einem Dreierding und es ist einfach nur eine Katastrophe. Und dieses Mädel, die ist so hohl. Und das, obwohl sie angeblich Jurastudentin ist. Oh Gott, ich ertrag das nicht. Und ich möchte aber trotzdem diese Reihe noch beenden und rezensieren. Aber das dauert auch ein bisschen, bis ich mich da durchgequält habe. Also, falls jemand Interesse hat, ich verkaufe die dann definitiv. Ihr könnt euch ja schon mal vorab anmelden, wenn ihr auch so Dreier-Dinger steht. Viel Spaß. Und ich muss auch nochmal etwas ansprechen. Und zwar hat jemand mir kommentiert gehabt, ich glaube bei der Rezi von, was war das denn? Von Love Trouble, glaube ich. Und zwar, dass man ja, wenn man Comedy, Erotic, Romance, wie auch immer, liest, dass man damit rechnen muss und davon ausgehen muss, dass es weder eine Handlung noch eine Charakterentwicklung noch irgendwas anderes Interessantes gibt. Nee. Einfach nee. Genauso wie in Romanen. Ganz ehrlich, auch wenn es ein Liebes-Erotic-Roman ist, wie auch immer, kann man ja wohl davon oder kann man ja wohl erwarten, dass eine Story vorhanden ist und dass die Charaktere einfach noch mehr haben als Minirock und Höschen. Also so ein bisschen Story hätte ich dann schon gerne, wenn ich mir, und seien es nur 4 Bände, bei Love Trouble waren es 28 Bände, 7 Euro kaufe. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Also, da möchte ich ein bisschen mehr als alle 3 Seiten das gleiche Bild, was lustig und erotisch sein soll, was das nicht ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Aber wenn ihr was von Romance lest, möchtet ihr doch auch irgendwas Neues, irgendwas Entspannendes, irgendwas Lustiges und nicht einfach nur langweilig und es passiert nichts und nervige Charaktere. Dann brauche ich das gar nicht erst kaufen oder lesen, wenn ich es nicht kaufe, wenn ich es ausleihe. Naja, so viel dazu. Genau, und das war's auch bis jetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich die 2 Bücher noch schaffe. Vielleicht auch den Manga, aber ich bezweifle es mal sehr stark. Ich habe mal ausgerechnet, ich bräuchte, beziehungsweise ich habe jetzt noch genau 8 Tage zum Lesen, inklusive heute bis Ende des Monats. Ich habe in Raben, Herz und Eismund noch 74 Seiten zu lesen. Und in Traveler Band 2 habe ich noch 353 Seiten zu lesen. Das sind zusammen 427 Seiten in 8 Tagen. Was heißt, ich müsste 54 Seiten jetzt jeden Tag lesen, um das noch zu schaffen. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das schaffen soll. Vor allem, weil rein theoretisch nochmal 2 Tage wegfallen, wenn ich meinen Freund sehe. Also ich will ihm jetzt nicht die Schuld geben oder so. Ich bin ja selber schuld, weil ich nicht lese, aber das wird ganz schön eng bei meiner winzigen Lesegeschwindigkeit, weil ich ja auch noch zusammenfasse und immer alles andere mache und die Zeit auf YouTube oder Twitch vergeude und nicht lese. Deswegen, das ist eine richtige Challenge. Mal sehen, ob ich es noch schaffe. Ich glaube nicht, dass ich die Manga auch noch schaffe, aber ich würde es versuchen. Und bevor ihr die nächste Szene seht, wollte ich zwischenrein jetzt nochmal fragen, wie sieht es jetzt eigentlich mit der Qualität aus? Ich habe nämlich jetzt eine zweite Softbox. Das heißt, sie sollte besser ausgeleuchtet sein. Und zum anderen habe ich jetzt zwar immer noch eine kleine Kamera, also nicht die Spiegelreflex, um
ja, die Dateien der Vlogs nicht so groß zu machen. Ich filme jetzt mit der Nikon Coolpix. Das ist eine ältere. Und da war aber der Ton so schlecht, dass ich dieses Video jetzt zum zweiten Mal aufnehme. Deswegen habe ich auch den Manga vergessen. Und ich habe hier unten noch mein Handy, weil da ist der Autofokus bzw. die Kamera zu schlecht. Aber von der Coolpix ist der Ton zu schlecht und ich habe kein Mikrofon. Deswegen habe ich jetzt hier die Coolpix, da unten mein Handy für die Mikrofonaufnahme. Und ich hoffe, dass es jetzt gut ist. Also sagt da bitte auch was in den Kommentaren dazu. Ich verzweifle so langsam mit der Technik. Für heute sage ich jedenfalls Tschüss und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es denn so läuft. Hello again! Zum Fazit dieses Monthly Readings vom Juni. Leider habe ich nicht mehr so viel zu berichten, deswegen habe ich mich auch zwischendurch nicht mehr gemeldet. Ups. Ja, ich war nicht so viel daheim und bei meinem Freund wollte ich jetzt nicht unbedingt lesen. Wir hatten andere Dinge vor. Ja, hat auf jeden Fall nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. So wie immer. War ja noch nie anders. Wann schaffe ich denn mal meine Lesevorhaben? Naja, egal. Auf jeden Fall, ich hatte ja eigentlich vor, diesen Monat endlich mal Love Triangle komplett zu lesen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich an Band 2, 3 und 4 nicht mehr rangetraut. Werde ich dann wohl im Juli machen müssen, weil ich es endlich durchhaben möchte. Dann gibt es die Rezension dazu und dann werde ich es verkaufen. Was die Seitenanzahl angeht, ich berechne das so. Ich habe den Manga in 40 Minuten gelesen. Und so eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit, also zwischen normalen Büchern und Kinderbüchern, ist so durchschnittlich pro Seite 0,8 Minuten. Deswegen mache ich einfach 40 mal 0, pro Minute 0,8 Seiten, meinte ich. So, deswegen mache ich 40 mal 0,8 und das ergibt 32 Seiten. Kommt aber eigentlich auch hin, das schafft man schon in 40 Minuten, würde ich sagen. Jo. Dann hatte ich ja Rabenherz und Eismund gelesen. Da habe ich leider nicht mehr so viel gelesen. Ich habe insgesamt im Juni von Seite 448 bis 465 gelesen. Das waren insgesamt 17 Seiten. Reden wir nicht drüber. Nächsten Monat wird es hoffentlich besser und dann möchte ich es auch beenden. Dafür kam ich bei WoW Traveler Band 2 relativ weit. Da kam ich nämlich bis Seite 196. Abzüglich der 8 Seiten, die am Anfang noch fehlen, also es fängt ja nie auf Seite 1 an und die vorherigen 8 Seiten, die ziehe ich einfach mal ab, sind wir bei 188 Seiten. Und ich muss sagen, es gefällt mir bis jetzt richtig, richtig, richtig gut. Also das ist richtig wie in WoW. Man reist, erlebt Abenteuer, also Quests und kommt immer mal wieder von seiner Hauptquest ab und macht dann die Nebenquests. Und wir haben so viele verschiedene Charaktere und schließen Freundschaften und es ist so süß. Ich liebe es. Und dann habe ich ganz spontan noch die Wahlkinder Band 3 gelesen. Ich denke mal, dass ich dazu mehr im Manga-Update machen, also erzählen werde und nicht nur jetzt. Aber mal so viel. Ich muss mal meinen Arm abstellen. Oh. Es geht direkt mit den zwei Cliffhangern von Band 2 weiter und die Kinder beschließen etwas sehr Gewagtes. Und der ganze Manga war so emotional und mitreißend schon wieder. Ich habe direkt am Anfang schon geheult. Ich habe dann auch so ziemlich durchgeheult. Und wir erfahren auch mehr über gewisse Nebencharaktere. Und ich fand es einfach nur richtig, 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 richtig gut. Und ich möchte unbedingt weiterlesen. Gebraucht habe ich dafür 45 Minuten und das sind dann 36 Seiten laut meiner Berechnung. Das heißt, wir kommen insgesamt beim Juni auf ein Lesepensum von 273 Seiten. Sehr mager, das schaffen andere in 2 Tagen. Oder in 3 spätestens. Jetzt habe ich schon wieder Schaden im Gesicht. Nun ja, ich bin sehr langsam im Lesen, wie ihr merkt, und ich habe wirklich sehr wenig gelesen im Juni. Das geht so nicht weiter, Leute. Das geht so nicht weiter. Aber wenigstens habe ich so ein bisschen die Chance, mit den Videos wieder up to date zu werden, weil ich noch so viel nachholen muss. Ich schneide momentan die ganzen Bookhauls, die ich ausgelassen habe. Und ich habe noch einige Rezensionen hier offen, die auf dem Tisch liegen. Und ja, das heißt, ich werde jetzt einfach drehen und schneiden überwiegend. Hoffe, dass ich wieder in den Lesefluss reinkomme. Aber ich bin positiver Dinge, denn ich habe so viele gute Bücher noch dieses Jahr vor. Das wird bestimmt noch was. Und es muss auch. Deswegen mache ich diese Vlogs. Und ansonsten schaut gerne bei den Rezensionen rein, weil die sind immer sehr viel ausführlicher, ohne zu spoilern, auch die Folgebände. Und ich stecke da halt so mein ganzes Herzblut rein und man kann einfach nicht in so einem ersten Eindrucks-Reading-Vlog so eine richtige Rezension zusammenfassen, weil
Ich finde, da muss man immer so ein paar Tage verstreichen lassen und nochmal die Gedanken schweifen lassen nach dem Beenden des Buches, um dann überhaupt zu wissen, was möchte ich jetzt sagen, was ist wichtig, was wäre vielleicht eher gespoilert. Und dann kann man sich in der Rezension so richtig austoben und euch alles sagen, was man möchte, ohne euch zu spoilern und damit ihr auch wirklich Infos habt. Und ich finde es eigentlich viel besser. Deswegen bitte, bitte, bitte schaut auch weiterhin die Rezensionen. Die sind so mein Herzding und das Herz dieses Kanals. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, bei diesem Reading Blog mit dabei zu sein. Ich denke mal, ich werde das auch weiterhin fortführen und mal gucken. Vielleicht melde ich mich ja auch öfter, so wie es eigentlich sein sollte. Aber ich bin ja noch am Üben, von daher habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei den anderen Videos, die ich euch hier verlinke und auf meinem Hauptkanal und beim Lesen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Bis bald. Tschüss.